Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. November. Darmstadt plant Rekordausgabe für Klimaschutz. Astronaut Maurer ist an der ISS angekommen und das RKI rät von größeren Veranstaltungen ab. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Für den Klimaschutz und für bessere Schulbauten will Darmstadt im nächsten Jahr so viel Geld ausgeben wie nie zuvor. Auch den Ausbau der Kinderbetreuungs- und Schulkinderplätze will man mit Millionenbeträgen vorantreiben. So sieht es der Entwurf für den Haushalt 2022 vor. Im Entwurf schlägt die Stadtregierung Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.301 Millionen Euro vor, ein neues Rekordniveau. Dagegen stehen neue Belastungen unter anderem durch die Folgekosten der Pandemie. Nach eineinhalb Jahren Pandemie hat die Stadt 300.000 Euro an Busgeldern eingenommen von Menschen, die gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Im Vergleich mit anderen Städten ist das aber eher wenig. Insgesamt hat das Bürger- und Ordnungsamt bis Anfang November in circa 2500 Fällen Verfahren gegen Verstöße eingeleitet, wie Sprecher Daniel Klose auf Anfrage mitteilt. Die meisten Verfahren wurden wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht in der Fußgängerzone, im ÖPNV etc. eingeleitet, berichtet Klose. Eine Welle der Solidarität ist dem Funkstädter Bürgermeister Patrick Koch entgegengeschlagen, nachdem durch einen Artikel dieser Zeitung bekannt geworden war, dass er sich am kommenden Dienstag 16. November wegen Geheimnisverrats vor dem Amtsgericht Dieburg verantworten muss. Koch war im Doppelmordfall von Babenhausen als Ermittler bei der Kriminalpolizei Teil der Sonderkommission. Im April 2009 war ein 62 Jahre alter Immobilienmakler und seine 58 Jahre alte Frau erschossen worden, die 37 Jahre alte geistig behinderte Tochter hatte schwer verletzt überlebt. Im Juli 2011 war Andreas Daso, ein Nachbar, nach einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt worden. Auch Koch hatte im vergangenen Jahr eine Mail an den Anwalt von DASO geschrieben, in der er zum Ausdruck bringt, dass er den Eindruck eine Vorverurteilung durch den damaligen Polizeipräsidenten hatte. Der Druck auf die Ermittler sei groß gewesen und der Polizeipräsident habe sich schon früh auf DASO als Täter festgelegt, so Koch in dem Schreiben. Das brachte ihm die Anklage wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses ein. Einige hundert Reaktionen hat Koch seit Dienstag erhalten, die allermeisten davon positiv. Das tut mir auch gut, sagt er. Mit Jubel, Umarmungen und Selfies ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf der internationalen Raumstation ISS empfangen worden. Gemeinsam mit drei NASA-Kollegen kam Maurer am frühen Freitagmorgen nach rund 20 Flugstunden in Crew Dragon an der ISS an, wie auf einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Nach dem Andocken und einer Reihe technischer Arbeitsschritte konnte die Luke geöffnet werden und Maurer schwebte im blauen Overall mit deutscher Fahne auf dem Oberarm als zweiter Astronaut der Crew nach Baron und vor Thomas Marshburn und Roger Shari in die Raumstation. Das Robert-Koch-Institut fordert angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle die Rückkehr zu massiven Einschränkungen in Deutschland. Man rate dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren, heißt es im neuen Wochenbericht der Behörde. Die Kommunen verlangten eine einheitliche Strategie. Am nächsten Donnerstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über den weiteren Kurs beraten. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erreichte auch am Freitag und damit den fünften Tag in Folge einen Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 263,7 an. Zudem wurden 48.640 Corona-Neuinfektionen registriert. Dies ist der zweithöchste seit Beginn der Pandemie erreichte Wert. Einen Rekordwert hatte die Zahl der Neuinfektionen am Vortag mit 50.196 erreicht. Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung Österreich, Tschechien und Ungarn nach Informationen der Funke-Mediengruppe an diesem Freitag zu Hochrisikogebieten erklären. Wie die Zeitungen berichten, soll die Einstufung am Sonntag in Kraft treten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür am Donnerstagabend zunächst nicht. Die neuen Einstufungen als Hochrisikogebiete werden immer freitags veröffentlicht. Die endgültige Abstimmung zwischen den zuständigen Ressorts der Bundesregierung erfolgt kurz vorher. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.